Ja, wir gucken weiter, was die Säure eigentlich genau macht. Eine Wirkung von Säure hatten wir schon, nämlich damals, erinnert ihr euch, als wir die Muschelschale mit Wasser zusammen da ein bisschen Säure dazu gegeben haben. Diesmal nehmen wir die konzentrierte Säure, wieder die Schwefelsäure. Die findet sich hier drin und die habe ich etwas runterkonzentriert. Das habt ihr in dem letzten Versuch gesehen, wo es so heiß geworden ist, wie man es eigentlich nicht macht. Man macht es nämlich eigentlich genau umgekehrt. Man fängt mit dem Wasser an und gibt dann die Säure da drauf. Jedenfalls, konzentrierte Schwefelsäure, halbkonzentrierte Schwefelsäure. Wir haben ein paar Reagenzgläser. Ich sehe schon, wir haben eins zu viel. Legen wir mal beiseite. Wir haben die fünf Reagenzgläser und wir haben verschiedene Stoffe dafür, die wir der Säure aussetzen wollen. Da haben wir zum einen ein Stückchen Baumwollstoff. Ich halte es mal hier in die Kamera. Dann haben wir Holzwolle, also Hobelspäne. Dann Papier, kleinen Schnipsel. Wir haben Watte. Und wir haben ein paar Nägel. Ja, wir werden das jetzt nacheinander hereingeben. Ich habe hier noch einen kleinen Stab, damit man das auch darunter kriegt. Jetzt nehmen wir als allererstes den Baumwollstoff dort hineingeben. So. Und wir geben etwas Schwefelsäure. Dann ist es die richtige. Das ist die richtige. Geben etwas Schwefelsäure dazu. Also, die konzentrierte. So. Da stellen wir uns hin. So, kannst vielleicht beide Kameras aufnehmen. Gut. So. Schauen wir mal. Jetzt das nächste. Nehmen wir, na, der ist vielleicht ein bisschen lang, ein paar Holzspäne. Und das da rein. Das ist zu groß. Das will nicht vom Finger. So. Holzspäne und wieder die konzentrierte Säure dazu. Oh, schaut mal. Ups, wird sofort schwarz. Wir nehmen Papierschnipsel. Geben die da rein. Na. So kleines Fiddelzeug. Wie gut, dass wir das Röhrchen haben. Die Gläser sind noch ein bisschen nass. Tja. Wieder konzentrierte Schwefelsäure dazu. Kann man noch ein Papierstückchen damit noch runterwaschen. Schäumt ein ganz klein bisschen. Daneben. Etwas Watte. Wieder da rein. Säure dazu.
Das gehört. Und nun noch ein paar Nägel. Aber seht ihr, wie die gleich eine Schicht bekommen? Das mal hier zu zeigen. Ja, gleich so eine kleine Perlenschicht. Das Ganze lassen wir jetzt über Nacht stehen und schauen, was die Säure bis morgen damit angestellt hat. Ein Tag ist vergangen. Seht, was passiert ist. Alle Röhrchen sind schwarz geworden und ihr seht, es ist fast zu so einer Masse geworden. Die sieht fast aus wie Teer. Ja, hier alles, wo wir gestern ja viel Flüssigkeit, hier geht es noch ein bisschen. Die vierte hat auch noch so ein bisschen. Und jetzt schauen wir uns die Nägel nochmal zum Schluss an. Ja, weiß nicht, wie gut man das sehen kann, dass die verrostet sind. Ja, das ist das Ende dieses Versuchs. Viel Spaß beim Beschreiben. Und wie immer, bis zum nächsten Video. Macht's gut!